Ja, GTA 5 ist endlich da in einer überarbeiteten Version für die Next-Gen-Konsolen, für PS4 und Xbox One. PC kommt ja nächstes Jahr. In diesem Video soll es um den Online-Modus gehen. Peter, du hast es ja gespielt, ne? Genau, ich durfte den Online-Modus antesten. Und die größten Neuerungen sind, wie wir hier schon sehen, der First-Person-Mode, sowohl zu Fuß als auch in Fahrzeugen. Und hier bin ich gerade am Waffen kaufen. Ja, wie sich das gehört halt. Ja. Als GTA-Spieler, da ist man natürlich nicht zimperlich und greift natürlich zu. Ja, für den First-Person-Mode haben sie auch unzählige neue Animationen eingeführt, wie man auch gleich sieht mit den Waffen. Ja, erstmal haben wir gesehen ein paar Fäuste, jetzt hast du auch schon die Knarre in der Hand. Ja. Und sorgst natürlich erstmal für Chaos. Ja, muss ja. Apropos Chaos, mit mehreren Spielern ist natürlich auch immer Spaß dabei. Und die anderen Mitspieler sind auch mal wieder mit lockeren Abzugsfingern unterwegs, wie wir jetzt sehen. Und im freien Modus kann man auch wieder Läden überfallen, um so ein bisschen an Geld zu kommen. Ja. Sehen wir hier, er ist natürlich nicht gerade begeistert darüber. Ja, da muss man auch immer vor der Polizei dann fliehen. Am besten das Fluchtfahrzeug schon bereit haben. Genau, die Sheriffs hören wir schon. Und jetzt geht es einfach darum, Fersengeld zu geben. Genau. Hier sehen wir auch nochmal schön die überarbeitete Engine. Die Grafik ist natürlich auf einem deutlich höheren Niveau jetzt als vorher. Das zeigen wir auch noch in anderen Videos. Ja, hier eine ganz, ganz wichtige Neuerung. Euer Charakter nickt jetzt mit dem Kopf im Takt. Das ist ein bisschen albern, aber haben sie eingebaut. Ja, typisch GTA, übertrieben. Groovt er natürlich mit. Beim Online-Testen ist mir tatsächlich auch nur ein einziger Bug aufgefallen, und zwar der hier. Ein paar schwebende Autos auf der Autobahn. Ja. Ist ein bisschen schade, aber immerhin war der einzige. Kann vorkommen. denke ich, wird sicherlich noch per Patch behoben werden. Ja, apropos Patch und Updates. Hier sieht man noch eins der Fahrzeuge, die eigentlich erst mit einem Update reingekommen sind, aber jetzt schon von Anfang an dabei sind, das Luxor-Flugzeug, Buckingham Luxor. Da haben wir auch gerade schön die Einstiegsanimation gesehen, ist ja auch ganz neu. Ja. Und jetzt bist du auch gerade im Griff abzuheben. Ja. Aber natürlich gibt es ja nicht nur den freien Modus, sondern auch Deathmatches, wie man hier sieht. Es waren leider noch nicht so viele Spieler online, deswegen ist es jetzt nur ein 1 gegen 1. Ja, das Spiel kommt ja auch dieser Tage erst raus. Genau. Und von daher wird sicherlich deutlich mehr los sein demnächst. Hier sieht man auch auf dem Boden die überarbeiteten Regeneffekte. Und ja, schönes Pooling. Das ist auch eine von Spielern erstellte Map. Der Editor ist wieder mit dabei. Ja, kann man diese Maps dann tauschen? Die kann man online stellen und jeder kann sie dann spielen. So, das ist eine Mission, die wir zu dritt gespielt haben. Es geht natürlich nicht nur gegeneinander, sondern auch miteinander. Ich bin da den anderen ein bisschen vorausgeeilt. Also sozusagen eine Koop-Mission. Genau. Kann man sagen. Und ja, Missionsziel hier ist, uneingeblendet, den Lastwagen zu zerstören und dabei natürlich die Gegner aus dem Weg zu räumen. Ja. Kommen auch schon meine Verbündeten an. Wie hast du das so empfunden mit dem Ego-Modus, der jetzt neu ist? War das eher störend oder ist es tatsächlich cooler so? Also für Missionen ist es ganz nett und für den Einzelspielermodus werde ich mir das auch auf jeden Fall so geben. Aber im Mehrspielermodus ist Third Person tatsächlich ein bisschen vorteilhafter wegen der größeren Sicht. Mhm. Also eher so ein Gimmick. Ja. Ja, es gibt natürlich auch wieder unendlich viele Rennen. Ja. Hier auf diesen, wie heißen die Dinger? Jetski? Jetski, genau. Genau. Ein bisschen durch den Sumpf heizen. Ja, ein typischer Abend in Los Santos. Was macht man? Ein Jetski-Rennen hier
natürlich. Oder halt auch mal mit dem Motorrad. Das werden wir gleich sehen. Ein Problem war eben, wie gesagt, dass nicht so viele Spieler online waren. Das heißt, es waren höchstens 4-5 Gegner. Hier habe ich nur einen einzelnen. Ja, du schließt dich aber ganz gut. Also, wenn ich Motorrad fahre in diesem Spiel, dann endet das meistens immer irgendwie in der nächsten Leitplanke. Ja, das ist immer gefährlich. So, das ist das Matchmaking für ein Hubschrauberrennen. Da sieht man auch, dass die Ladezeiten leider noch nicht wirklich arg verringert wurden. Wenn ich da noch mehr Spieler eingeladen hätte, hätte es 5 bis 10 Minuten wieder gedauert. Mhm. Also man muss schon ein bisschen Geduld mitbringen. Oh ja. So, hier warten wir jetzt, ne, bis die anderen Spieler ja, genau. bereit sind. Hier kannst du eine Gewinneraktion einstellen. Also ein bisschen Social ist natürlich klar, passt auch wieder zur GTA-Serie. Ja, selbstverständlich. Aber natürlich gibt es auch die guten, altbekannten Rennen mit Autos. Ja. Auch wieder schön im Regen, was es natürlich nicht einfacher macht. Ja, aber es sieht ganz toll aus. Sehen wir hier auch noch mal. Und hier folgt man dann halt der vorgegebenen Strecke sozusagen. 2 Runden lang und wer dann zuerst im Ziel ist, der hat natürlich gewonnen, logischerweise. Genau. Natürlich gibt es auch nicht nur Team-Deathmatches, sondern auch jeder gegen jeden, wie es hier gerade gespielt wird. Da waren wir zu viert. Ja, hier bist du auch gerade in der Third-Person-Ansicht. Genau, ich wechsle aber gleich in First-Person. Soweit ich weiß. Nachdem ich den erledigt habe. Oder erst nach dem nächsten. Ja, hinter der Mülltonne, ja. Aber hast ihn erwischt. Da genau, First Person. Was auch ganz nett ist, ist, dass auch alle Aktionen, wie zum Beispiel das Rollen gerade, auch in der First Person ist. Man kann aber auch ausschalten, falls man so Motion Sickness leidet. Dass ja, das wäre jetzt meine Frage wechselt. Gewesen, weil ja. Man sich ein bisschen viel durch die Gegend rollt, ne, dann kann einem natürlich auch schlecht werden dabei. Ja, da haben sie sehr, sehr viele Optionen mit eingebaut. Ja. Dass aber, einem nicht schwindelig wird. Aber auch das passt natürlich zum übertriebenen Stil von GTA. Mhm. Und ja, ich glaube, ich werde es erstmal anlassen. Ja, hier den Charaktereditor haben sie auch überarbeitet, wie sie ja schon angekündigt hatten. Da gibt es jetzt viel mehr Möglichkeiten. Und es ist auch einfacher zu bedienen. Man hat mehr direkte Auswirkungen auf das Aussehen. Okay. Also eine große Individualisierung ist möglich, sozusagen. Genau. Man schaltet mit steigendem Rang natürlich auch weitere Frisuren, Tattoos, Klamotten frei. Ja, Geschlecht kann man auch verändern natürlich. Die Vererbung haben sie mit drin gelassen. Dass man quasi das Aussehen von den Eltern erbt. Ja, also ein bisschen im Genpool fischen könnt ihr ja auch. Genau. Ja, jetzt haben wir das natürlich ein bisschen im Zeitraffer gemacht, ne? Ja. Um euch ein paar Möglichkeiten zu zeigen. Also, ihr könnt da euren Helden sehr detailreich erstellen und dann natürlich loslegen oder genau. Purzelbäume schlagen den ganzen Tag. Das ist ja das Schöne an GTA. Es gibt sehr, sehr viel Freiheit, auch im Online-Modus. Genau. Und natürlich viel Geballer. Und natürlich viel Geballer, jederzeit. Ja, GTA 5 ist jetzt erhältlich. Jetzt kann es losgehen. Und der Online-Modus sieht nach jeder Menge Spaß aus. Wir werden das Ganze natürlich beobachten werden, schauen, wie sich das Ganze so auf den Servern entwickelt. Schreibt doch einfach mal, was ihr von der neuen First-Person-Ansicht haltet. Ob ihr das auch benutzen werdet. Und ja, ich glaube, ich muss jetzt mal zocken gehen. Ja, ich denke, ich werde auch mal noch ein bisschen weiter testen.